Der Kreissportbund Barnim präsentiert die musikalische Mitmachshow Medizin nach Noten mit dem Sportentertainer Karl-Heinz Wendorf alias Karl von Bredin. Medizin nach Noten, ja so heißt die tolle Show. Medizin nach Noten macht uns stark und macht uns froh. Turnen, spielen, tanzen, jeder grad so wie er's kann. Ist Medizin, die uns fit macht, wir haben Spaß daran. Die Medizin, die gefällt uns, drum fangen wir gleich an. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir uns freuen, dass wir, es ist fast 2 Jahre her, dass wir eine Veranstaltung gemacht haben. Es ist, wenn ich ehrlich bin, die 2. Veranstaltung. Wir haben schon eine mit kleinen Kindern gemacht und jetzt machen wir halt eine mit großen Kindern. Wie recht er doch hat, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Barnim, Ronny Jordan, mit der Geschichte, dass die Pandemie auch den Sport ganz arg gebeutelt hat. Wir haben uns schließlich 2 Jahre nicht gesehen, liebe Seniorinnen und Senioren. Ich hatte schon Entzugserscheinungen, aber heute machen wir einen neuen Anfang. Wir starten einfach mal neu durch und dazu haben wir viele Seniorinnen und Senioren ins Westendstadion Eberswalde eingeladen. Dort startet das Seniorensportfest. Begonnen hat es mit einer Medizin nach Noten und die werden wir Ihnen jetzt praktisch ins Haus bringen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Stühle und Tische beiseite rücken und einfach mal mit Yvonne Schemel, unserer Trainerin und Übungsleiterin, diese Medizin nach Noten starten. Einen schönen guten Tag, sagt Karl-Heinz Sendorf, der Karl von Bredin. Applaus für Yvonne. Ja, das ist die Melodie. Damals spielte doch der JC Eberswalde noch in der ersten Bundesliga beim Judo. Und die fiel mir ein. Ich sehe, die kommt richtig gut an. Toll. Und jetzt machen wir was ganz Ruhiges. Das ist von Horst Krüger, den kennen Sie auch, ein DDR-Komponist mit mir gemeinsam. Wir machen ein bisschen Entspannung. Okay, einverstanden? Und dann geht's gleich los. Also eine kleine Entspannungsübung. Thank you.
meine lieben Zuschauer an den Bildschirmen, an den Laptops, wo auch immer. Das war die Einstimmung zur Medizin nach Noten. Und nun schicken wir unsere Sportlerinnen und Sportler zu den einzelnen Stationen. Da sind wir nun mittendrin im Geschehen mit der Großtorwand, Handball sozusagen im Zielformat, mit ganz viel Spaß. Und insgesamt waren es 12 Stationen, die absolviert werden mussten. Bekam man bestätigt, dass man dabei war. Der Teilnahmezettel ging in eine Tombola-Trommel und dann gab es am Ende eine tolle Tombola. Hier Frisbee werfen, also auch Spiele, die man nachvollziehen kann in eurer Sportgruppe beziehungsweise sogar im heimischen Garten. Hier also das Werfen mit der Frisbee-Scheibe in eine Tonne ganz einfach nachzumachen. Und diese Sportart, die kann man heute ohne Kugeln durchführen. Man kann Laserschießen machen, das ist ungefährlich, verlangt Zielgenauigkeit und Konzentration. Und unsere Seniorinnen und Senioren waren mit großem Spaß und Eifer dabei. Tischtennis zu Hause, viele haben sie zu stehen auf dem Grundstück. Auch hier eine Disziplin, die traditionell ist und die recht gut oder nicht nur recht gut, sondern die ganz toll angenommen wurde. Ein Spiel, das wir nachvollziehen können. Ein Tapeziertisch ist schnell aufgebaut, ein paar Trinkbecher, ein Tischtennisball und schon geht es entweder direkt oder mit einem Zwischentipper rein in den Becher. Bringt viel Spaß und Freude und ist schnell und gut nachzumachen. Gummistiefel hat man irgendwo im Keller zu stehen oder man benutzt sie sogar bei jedem Regenguss. Und das ist die traditionelle Wahrnehmerdisziplin, nämlich das Gummistiefel weitwerfen. Es sieht viel leichter aus, als es ist. Passen Sie bitte auf, wenn Sie es zu Hause nachvollziehen, dass Sie möglichst weit von den Fensterscheiben weg entfernt sind. Die nächste Disziplin ist eine traditionelle Disziplin aus dem Sportabzeichenprogramm, der Slalomlauf. Seniorenmannschaft aus? Stahlfino. Von Stahlfino. Jetzt will ich aber ein bisschen Ballett hören, wenn das Mädel jetzt hier läuft. Also, jetzt geht's gleich los, also richtig anfeuern. Und Sie erklären mir inzwischen, wie Sie das finden, dass wir heute ausgesprochen Regen haben. Na, schlecht. Aber wir überspielen das ganz geschickt, ja? Prima. Und wie haben Sie so die Zeit der Pandemie sportlich überlebt? Wir haben es überlebt, ja, gemacht haben wir ja nichts. Ne? Jetzt haben wir was gemacht, wie finden Sie das? Ja, zweimal die Woche. Das war eine fantastische Schusshaltung, schaut euch das genau an. Also Fußball, eine weitere Station. Eine sehr einfache Station. Hier ging es dann weiter. Federball konnte gespielt werden, dieses Mal in diesem Jahr bei der 26. Auflage dieses Kreisseniorensportfestes war es relativ windstill, sodass wir auch Federball starten konnten. Die nächste Übung genau nachzumachen, Hula-Hoop-Reifen findet sich und dann werden so drei Reifen und dann werden unterschiedliche Punktzahlen erzielt. Also das ist eine, die können Sie sogar auf dem Korridor bei sich zu Hause machen. Man sieht, dass mit vollem Eifer dabei waren. Wer dieses Spiel vorbereitet, auch sehr interessant. Sieht so leicht aus, ist aber gar nicht so leicht zu machen. So ein Stückchen Seil mit zwei Kugeln dran und die müssen dann über ein Hindernis geworfen werden und müssen dann hängen. Das war schon mal ein guter Versuch. Mensch, das waren ja eben 100 Punkte. Noch fast. Wie sieht's heute aus? Wie ist die Stimmung? Gut, den ganzen Tag ist schon gut. Wir merken den Regen gar nicht, ne? Jetzt, aber es wird besser. Aus welcher Seniorengruppe kommt Sie? Aus welchem Ort? Wir kommen aus Bernau und sind die Seniorengenossenschaft. Das sind die aus... Der
des Roten Kreuzes. Genau, und wir sind die Medizin nach Noten, Mannschaft vom Kreissportbund Barnim. Wir haben am Mikrofon die Frau Hochschild. Und Ihnen geht's gut heute. Ich sehe es Ihren Augen an. Ihnen macht Spaß heute. Ja, das macht mir Spaß. Auch natürlich durch die Kamera, aber macht ja gar nichts. Und ich darf mal fragen, wir Senioren sind ja alle auch ein bisschen gehandicapt worden durch diese blöde Zeit, wo nichts los war. Ne? Wie haben Sie denn das geschafft, um so optimistisch zu bleiben und heute dabei zu sein? Och, es geht ganz gut. Ja? Ja. Und Damen soll man nie nach dem Alter fragen, ich mach's trotzdem mal. Wie jung sind wir? 93. Ich fasse es nicht. Habe ich da einen spontanen Applaus gehört? 93 Jahre und so fit und so helle. Die nächste Sportart würde ich Fußballgolf nennen. Über eine Wippe, eine Schräge, wird der Ball transportiert in einen Korb. Oder man kann es auch Fußball-Basketball nennen. So, Freundin Strahlt hat Sie eingewiesen. Was müssen Sie hier genau machen? Also wir haben jetzt einen Testwurf und dann haben wir 3 Versuche, in das da reinzutreffen. Und sind Sie optimistisch? Ja, klar. Woher kommen Sie? Ich komme aus Eichhorst. Aus dem schönen Luftkurort Eichhorst. Klasse. Ich nenne es einfach mal das Werfen eines Bohnensäckchens. Also ein kleines Stoffteilchen mit weißen oder anderen Bohnen drin. Und das wird in eine Öffnung geworfen. Das war eine der schwierigsten Übungen. Das sieht so easy aus, aber es verlangt unheimlich viel Zielgenauigkeit. Bohnensäckchen Ziel werfen, eine neue olympische Disziplin. Und ebenfalls Zielgenauigkeit, gutes Auge beim Überwerfen von Kegeln mit kleinen Ringen. Ah, und hier haben wir noch einen Riesendart mit einem Wurfgerät, das an dieser Riesenscheibe kleben bleibt. Und auch das wurde mit ganz viel Spaß, wie man sieht, absolviert. Nägel mit Köpfen haben wir gemacht bei diesem Seniorensportfest und das klappte schon mal wunderbar. Man sieht, dass die anwesenden Seniorinnen und Senioren alle irgendwas schon mal mit dem Wald und mit Holzschlagen zu tun hatten, beziehungsweise einen Nagel wirklich reinzuhauen. Ja, die Oderberger sind natürlich bei uns hier Stammgast beim Seniorensportfest. Wie seid ihr denn über die letzten Tage gekommen? Sehr gut sind wir rübergekommen. Wir arbeiten bis dran. Noch eine Stab, noch ein Nagel. Wir müssen nochmal wiederholen. Also gut über die Zeit. Du bist gut oder ihr seid gut über die Zeit, die schlimme Zeit für uns gekommen. Ja, weil wir haben immer so ein bisschen Aktivität gemacht. Wir müssen die Sporthalle erhalten. Und da es viele Arbeiten, die noch nötig sind, haben wir in der Corona-Zeit geschafft. Und das ist gut. Leider hat der Sportbetrieb hat natürlich sehr gelitten. Genau. Und was sagst du dazu, dass wir uns nach 2 Jahren hier wiedersehen? Finde ich gut. Vor 2 Jahren war das Wetter besser, aber jetzt sieht es eigentlich auch ganz gut. Wir freuen uns, dass wir da sind. Also ein kleines Lob an den Kreissportbund. Ja, den können wir auch noch mal. Mit Kreissportbund haben wir eine gute Beziehung und die helfen uns immer. Wenn wir Probleme nur dabei haben, dann ist hier der Major. Was habt ihr euch für heute vorgenommen? Ja, wir wollen siegen natürlich. Sehr schön. Die Oderberger wollen immer siegen. Dann werden wir nämlich heute gemeinsam Nordic Walking machen. Macht ihr mit? Für unseren Film zeigen wir dann mal unseren Zuschauern oder den Senioren zu Hause, für die der gemacht wird, wie man Nordic Walking macht. Also nachher machen wir das zusammen. Sie für mich entdeckt. Ich gehe am Stock, gib richtig Gas. Für mich wie Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Ich gehe am Stock, gib richtig Gas. Denn Nordic Walking macht mir Spaß. Nordic Walking, super Fitness Spaß. Geh ich am Stock, da hüpft mein Herz vor lauter Freude. Den Stress, den lass ich laufen, Schritt für Schritt zurück. Ich lauf im Park, am Meeresstrand und in der Heide. Mit Stöcken fitter Kilos schmelzen Stück für Stück. Dem inneren Schweinehund, dem geb ich keine Chance. Ich lauf auch, wenn es draußen regnet, stürmt und schneit.
Beim Laufen find ich meine innere Balance. Fürs Nordic Walking nehm ich mir einfach die Zeit. Ich geh am Stock, geb richtig Gas. Fühl mich wie Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Ich geh am Stock, geb richtig Gas. Denn Nordic Walking macht mir Spaß. Nordic Walking, super Fitness Spaß. Ich geh am Stock, geb richtig Gas. Fühl mich wie Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Ich geh am Stock, geb richtig Gas. Denn Nordic Walking macht mir Spaß. Nordic Walking, super Fitness Spaß. Wir gehen am Stock, geben richtig Gas. Fühl uns wie Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Wir gehen am Stock, geben richtig Gas, denn Nordic Walking macht uns Spaß. Nordic Walking, super Fitness Spaß. Macht einfach mit, gebt richtig Gas, fühlt euch wie Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Hey! Nordic Walking Ass. Macht einfach mit, gebt richtig Gas, denn Nordic Walking macht euch Spaß. Nordic Walking, super Fitness Spaß. Danke! Ja, das war ja schon unser Film unter dem Motto Medizin nach Noten. Ich hoffe, dass Sie diese Medizin jeden Tag einnehmen. Das erhöht die Freude am Leben, macht Spaß und Sie bleiben und werden gesund. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.